Ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich gucke da einfach hin und finde es unglaublich faszinierend, wie Daniel das macht. Und das hat auch damit zu tun, glaube ich, dass es nicht so die klassische Art von Wissensvermittlung ist. Ich habe schon viele Seminare erlebt und das ist immer so ein bisschen trockenes Weiterreichen kognitiver Geschichten. Und hier, das ist sehr viel gelebtes Leben, gelebte Erfahrung. Im September habe ich, glaube ich, das IPE das erste Mal so wahrgenommen auf dem Vision Summit hier in Berlin, in der Urania. Und mich hat spontan die Internetseite auch angesprochen und der Methodenbaum. Ja. Und der Methodenbaum, der hat zwei starke Seiten, wie ich finde. Der ist visuell sehr ansprechend, der ist sehr leicht, der hat was Spielerisches. Und dann natürlich die verschiedenen Methoden, die dort aufgereiht sind, die dort genannt sind, haben mich sehr angesprochen. Und dieses Set, dieser Baukasten, irgendwie, der relativ viel Freiheit verspricht und auch ein bisschen verlangt, das kann man am Anfang schon erkennen, dass es darum geht, verstanden zu haben, womit man sägt, womit man feilt und so. Das finde ich alles ziemlich spannend und so bin ich dazu gekommen. Dass man sich das also innerhalb kürzerer Zeit durchaus aneignen kann. Man merkt auch, dass Erfahrung gut tut, ganz gewiss gut tut. Und das ist einfach, glaube ich, für jeden, der das hier mitmacht, sensationell zu erleben. Erstens, ich kann relativ schnell selber was bewirken. Und ich mache auch selber die Erfahrung, wie sich Veränderungen entwickeln und wie wirklich was passiert da. Also es ist nicht einfach nur, ich habe gehört, wenn man das und das machen würde, dann würde das und das passieren. Nein, wir erleben das hier ganz authentisch und das ist unglaublich wertvoll.